Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder ein DIY von mir. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich diese Sneaker im Galaxy Design selber gemacht habe. Vince hat natürlich auch welche bekommen. Seine sehen so aus. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt im folgenden Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch auch mal bei der lieben DIY-Eule vorbei. Ihren Kanal verlinke ich euch unten in der Infobox. Denn sie hat heute auch ein Video hochgeladen, wie ihr Schuhe im tollen Dip-Dye-Design selber machen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Hinterlasst mir doch einen lieben Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und schaut euch auch das Video von der DIY-Eule an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich zeige euch erstmal die ganzen Materialien, die ihr für die Galaxy-Schuhe braucht. Natürlich Schuhe. Das sind jetzt welche, die habe ich letztes Jahr bei Primark gekauft. Die Farbe ist relativ egal, aber dunkel macht sich natürlich gut. Das hier sind Vince-Schuhe, die habe ich auch letztes Jahr gekauft, ich glaube beim Aldi. Also die waren auch beide nicht so teuer. Dann braucht ihr Klebeband, nämlich um die Ränder der Schuhe hier abzukleben, weil wir wollen ja nicht, dass die auch farbig werden. Wenn ihr übrigens Schnürsenkel in den Schuhen habt, solltet ihr die auch im Vorfeld rausmachen. Dann habe ich hier verschiedene Acrylfarben. Es sind auch verschiedene Marken, alles was ich halt noch so da hatte. Und zwar Weiß braucht ihr unbedingt. Silber habe ich hier und verschiedene Blautöne. Einen Lila-Ton habe ich hier noch und auch einen Rosaton. Die mache ich dann übrigens gleich hier vorne auf die Pappe. Dann kann man das auch schon so ein bisschen auf der Pappe mischen. Ich habe hier so einen Schwamm, den zerteile ich gleich noch. Damit arbeite ich dann die Acrylfarben in die Schuhe ein. Außerdem braucht ihr auch noch eine Zahnbürste. Die wird dann kombiniert mit dem Weiß für diese, ja, ich nenne es mal Sterne auf den Galaxy-Schuhen. Eine Schere natürlich, um den Schwamm zu zerteilen. Dann habe ich hier Handschuhe, das ist so optional, aber ich mache das halt einfach lieber. Und dann noch einen Klarlack, mit dem sprüht ihr nämlich die Schuhe ein, wenn ihr fertig seid. Und ich bereite jetzt erstmal hier alles weitere vor. Ich habe mir jetzt soweit alles vorbereitet. Also die Schuhe habe ich ringsherum unten abgeklebt. Ich habe mir hier meine Farbe auf meine Pappe getan, meine Schwämme zusammen zurechtgeschnitten, nicht zusammengeschnitten, zurechtgeschnitten. Und jetzt beginne ich einfach, nehme hier so einen Schuh, nehme irgendeine x-beliebige Farbe, nehmen wir dann mal das Blau und fange dann jetzt an, die Farbe auf dem Schuh einzuarbeiten. Schön halt schauen, dass man die Farben auch überlappt, dass die quasi so ineinander verlaufen. Man kann die auch schon auf der Pappe ein bisschen miteinander mischen, dass man immer wieder auch andere Farbschattierungen bekommt. Und arbeitet sich quasi mehrfarbig von hinten nach vorne durch. Ich bin jetzt fertig mit Anmalen. Jeder Schuh ist auch wirklich sehr, sehr individuell geworden. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich habe das jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Und jetzt werden wir mit der Zahnbürste und dem Weiß einfach noch so ein paar weiße Sprenkel da drauf geben. Das sind jetzt also meine fertigen Schuhe, die ich jetzt einfach nur noch mit Klarlack fixiere. Das Ganze lasse ich dann über Nacht trocknen und dann können sie auch schon getragen werden. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow.